Was Vanessa May damit zu tun hat. Familienstreit bei Andrea Berg. In ihrem Leben will sie die totale Harmonie. Doch jetzt gibt's Zoff im Schlagerparadies. Sängerin Andrea Berg 52, du hast mich tausendmal belogen, und ihr Manager Andreas Färber 34 haben sich getrennt, nach 4 Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit. Pikant, Färber ist auch der Stiefsohn von Andrea Berg. Andrea Bergs Ehemann Uli Färber 58, Vater von Andreas Färber, bestätigte am Donnerstag die Trennung gegenüber Bild. Der Trennung war am vergangenen Samstag ein kurioser Streit hinter den Kulissen der ZDF-Show Willkommen bei Carmen Nebel vorausgegangen. Bild erfuhr, Andrea Berg war verärgert darüber, dass Färber sich vor Ort mehr um seine ebenfalls in der Sendung singende Ehefrau Vanessa May 26. und sein Duo Fantasy kümmerte als um sie. Der Gipfel für Berg: das spektakuläre Bühnenkostüm war für ihren Auftritt nicht rechtzeitig fertig geworden. Dies fiel nach Bergs Auffassung in Färbers Verantwortung. Die Sängerin, ganz Profi, präsentierte ihr Lied Ja, ich will dann in Lederhose und weißer Bluse. Schon in den vergangenen Monaten hatte es zwischen Andrea Berg und Andreas Färber Differenzen gegeben. Problem: Färber war nicht nur Manager von Berg, er ist es auch von seiner Frau Vanessa May. Beide Sängerinnen erwarteten von ihm volle Aufmerksamkeit. Doch offenbar hatte Färber nicht genügend Kapazitäten, beide gleichzeitig in vollem Umfang zu betreuen. Ein Brancheninsider, Andrea Berg, fühlte sich von Andreas Färber vernachlässigt. Die Trennung war ein schleichender Prozess.